So, diesmal kurz gezeigt, wie Delegates beim Unit-Testen, also beim automatisierten Testen helfen können. Für dieses Beispiel habe ich hier eine Klasse Videoloader, die hat eine Methode getVideos, die erlaubt von diesen YouTube-Channels sozusagen die Videos mit den Titeln und den zugehörigen URLs liefert. Dazu wird ein Webclient erzeugt. Dieser Webclient ist dazu da, eben die HTML-Datei herunterzuladen. Ja, in dem Fall asynchron, synchron und nicht asynchron. Alles klar, es geht erstmal um das Konzept und um das Einfache. Ich will mit möglichst wenig Syntax verwirren. Daher synchron die HTML-Datei herunterladen, dann wird das HTML-Dokument gepasst sozusagen und mittels XPath durch das HTML navigiert und die entsprechenden Elemente selektiert, dann die Titel-URL rausgeholt von jedem Video, das ihr da findet auf dieser Webseite und anschließend in die Resultliste reingegeben. Ja, hier ist eine Tupel-Syntax, das heißt das Ergebnis, diese Methode ist ein Tupel mit Titel und URL und ein, davon eben ein Array. Gut, wenn wir diese Klasse jetzt testen wollen, und dann müssen wir ja testen, erstens funktioniert es, zweitens, was ist, wenn etwas nicht funktioniert, sprich wie verhält sich etwas, wenn zum Beispiel die Webseite nicht erreichbar ist. Okay, also zwei Probleme, die wir hier haben, also zwei Testszenarien mit zwei Problemen oder unterschiedlichen Problemen. Und ein drittes Problem gibt es auch noch und das ist die Performance. So, erstens, wir wollen das Unit testen und dazu, oder wenn ihr euch vorstellt, das ist nur eine Klasse in einem Projekt und das ist nur eine Klasse von sehr vielen und es gibt wahrscheinlich mehr als nur einen Testfall, einen Testcase. Und wenn wir bei Unit-Tests wirklich ins Internet gehen oder wirklich irgendwo die Grenzen des aktuellen Prozesses verlassen, dann dauert das Zeit. Das heißt in diesem Fall, der Webclient muss immer die URL herunterladen. Das kann dauern, das kann eine Sekunde dauern oder ähnliches. Wenn es allerdings 40 Unit-Tests sind, die das machen, dann dauert das Ausführen der Tests schon mal signifikant länger. Und je mehr Tests wir haben, wenn wir ein paar hundert Tests haben, dann und das relativ viele machen, dann dauert es ziemlich lang. Also ein Problem ist die Performance, wenn wir wirklich Chaos machen. Das zweite Problem, das wir haben, ist, die Liste der Channels wird sich natürlich immer verändern. Also die Liste der Videos im Channel wird sich immer verändern. Das heißt, wenn ich wirklich live ins Internet gehe und mir die Live-Daten abhole, dann habe ich das Problem, dass ich ständig meine Unit-Tests anpassen muss, wenn ich jetzt ein neues Video hochlade. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Auch die Unit-Tests sollen entsprechend robust sein. So, die dritte Variante. Ich tue mir brutal schwer, in dem Fall Sachen zu testen, wie zum Beispiel der Webclient ist nicht erreichbar. Also das Internet ist nicht erreichbar. Wie kann ich simulieren sozusagen, dass das Netzwerk nicht da ist, dass das Internet nicht mehr da ist? Wie kann ich simulieren, dass hier ein Fehler kommt, wenn ich die Klasse selbst nicht so im Griff habe? Und das sind alles Themen, die wir entsprechend mit Delegates jetzt lösen können. In diesem Fall sogar mit einem Delegate. Denn das, was wir eigentlich abstrahieren wollen, ist genau das. Diese Methode, die einen String bekommt und einen String liefert. Diese Methode, die hier von dem Client direkt ins Internet geht und dort entsprechend das runterlädt. Denn wenn wir auf die Performance denken und nicht wirklich live ins Internet gehen wollen, möchten wir hier eine Methode, die nicht wirklich ins Internet geht, sondern eben ein fixes HTML zurückliefert. Damit können wir testen, ob dieses Parsing gut ist für dieses HTML und ob auch wirklich die Listen kommen. Wenn sich, dadurch habe ich kein Performance-Problem mehr, ja, denn lokal auf die Datei geht viel schneller. Das zweite, was sich damit löst, wenn jetzt ein neues Video hochgeladen wird, ist das auch kein Problem, denn meine Testdatei, die ich mir zurechtgelegt habe, ist immer das gleiche. Und das dritte Problem, das ich damit löse, ich kann hier eine Methode reingeben, wenn ich das nicht habe, sondern ein Delegate, die eine Exception wirft und dann schauen, wie sich mein Programm verhält. Es hat noch eine vierte Variante. Okay, lassen wir die mal weg. Also, mit einem Delegate könnten wir das lösen. Das heißt, wir müssen es schaffen, diese Methode auszutauschen. Und das können wir, wie gesagt, mit einem Delegate machen. Dazu definieren wir uns eine Eigenschaft. Public
Downloadhändler, also vom Typ, wie es eine Funk, die einen String bekommt und einen String liefert. Und wir nennen die Eigenschaft Downloadhändler. Get set. So, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir rufen hier nicht das auf, sondern wir rufen auf den Downloadhändler mit der gewünschten URL. So, dies ist natürlich nicht gesetzt. Den muss ich setzen. Für den Fall, dass er nicht vom Unit-Test gesetzt worden ist, wenn dieser noch null ist, wenn es hier keine Funktion gibt, dann sage ich, Downloadhändler ist gleich Client Download String. Ich will die Methode nicht aufrufen, ich will die Methode zuweisen, also Methodenzuweisung. Für den Fall, dass ich einen Unit-Test habe, will ich die Eigenschaft setzen und dann soll er diese Dummy-Methode sozusagen verwenden. Ich mocke diese kleine Funktionalität. Für den Fall, dass ich das Programm ganz regulär habe, dann setze ich diese Eigenschaft nicht. Die ist sozusagen nur für den Unit-Test und dann verwendet er, also dann setze ich die Methode auf diese Methode, die vom Client, wo er wirklich herunterlädt, und dann ruft er auf diese entsprechend auf. So hilft uns jetzt ein Delegate. Wie sieht das im Unit-Test aus? Ich habe hier schon mal vorbereitet ein zweites Testprojekt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.